Wir haben halt Zeit. Oh, kann ich alleine öffnen. Sehr schön. Lederlappen. Vielleicht hätte ich jetzt ja so genug Sachen, um zu werkeln, aber hm. Renne ich jetzt nochmal zurück? Ich glaube nicht. In dem Brunnen ist da was drin? Nein? Okay. Da noch was? Vielleicht? Nein? Okay, dann gehen wir mein Ding weiter. Amicia! Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Okay. Das geht auch Erwachsenen so, ja. Ich habe auch mal was im Kopf, das stimmt schon. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Na gut. Ich helfe mal. Oh, Cutscene. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Ja, klar, die arbeitet ja quasi ein bisschen für Geld, was ja auch in Ordnung ist in dieser Zeit. So ein bisschen Söldnertum. So, siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber, ich brauche Hilfe! Okay, wir sind schon wieder weg. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Okay, entkomme der Inquisition. Also wir wissen auf jeden Fall, dass das die Inquisition gerade war. Okay. Aber zum Glück haben wir so einen kleinen Geheimtunnel hier. Finde ich ja cool. Runter! Er trägt einen Helm. Devorantis. Was? Da. Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Ach. Gut. Ich denke, du kannst keine Alchemie. Devorantis. Das ist natürlich geil. Wo ist es? Da oben. Zwingt Gegner, die am Kopf getroffen werden, ihre Helme abzunehmen. Ah. Ziel auf den Helm. So, ja, alles gut. Dann. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Haha! Das
geschieht ihm recht. Das ist cool. Laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Das war schon gut, ja. Hat er noch was für uns gehabt, eben? Ja. Devorantis. Was man sich alles merken muss hier. Das Alkohol. Da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Erstmal werde ich den da. Erstmal den. So, und jetzt können wir über den da sprechen. Und tschüss. Kurz und schmerzlos, gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Ja, klar. Folgt mir. Gleich. Ich will mich mal umgucken. Da auch noch Sachen hier. Guck mal. Und der hat auch was. Ach, die Fackel hat er fallen lassen. Er sagt doch immer... Akadukt, sagt er, glaube ich, immer, ne? Irgendwie sagt er jedenfalls nicht Aquädukt. Ups, hat er nur Steine. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Wildschweine? Oh, lecker. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Wozu? Aha. Anisia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Go. Halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Sie suchen immer noch nach mir. Das ist richtig, ja. Es sind viel zu viele Leute. Und alle haben so Helme und... die müssen sich erstmal verteilen. Der bleibt da stehen. Wo gehst du hin? Bleibst du da stehen? Nee. Okay. Gehen wir erstmal da in diese kleine Insel. So, ich glaube, dass wir den da nämlich ganz gut ausschalten können. Hat der einen Helm? Der hat einen Helm, ne? Ja. Den möchte ich, glaube ich, als erstes aus dem Weg haben. Aber dazu muss der erstmal wieder weg sein. Der hat gar keinen Helm. Moment, der hat gar keinen Helm. Dann machen wir den so alle. So, Licht aus. Und dem hier, den können wir eigentlich ausschalten, wenn er hier vorbeiläuft. Die schon mal aus dem Weg. Den nehme ich mir mal eben. Den loot ich mal eben, wie man so schön sagt. Ich mag den Ausdruck zwar überhaupt nicht, aber es überkam mich gerade. So, jetzt will ich mal eben gucken, ob der was hatte. Weil hier hinten läuft ja auch keiner mehr rum. So, zwei haben wir schon mal. Und der hat nichts. Da ist einer am Suchen. Und der hat keinen Helm, oder? Hat er einen Helm? Doch, der hat einen Helm. Dann müssen wir das mit dem probieren. Okay. Sehr schön. Viele Sachen. Bisher läuft das doch ganz gut hier, ne? Würde ich so sagen. Dafür, dass ich kein Freund von Schleichmissionen bin. Na gut, hier kann man auch die Leute ausschalten. Das ist das Gute. Also Schleichmissionen, in denen man Leute auch ausschalten kann, die mag ich. Und ich glaube, der ist auch kein großes Hindernis. So, ich kann die nach und nach theoretisch alle jetzt ausschalten. Da ist auch eine Truhe oder irgendwas. Das möchte ich schon gerne haben. Oder ist das nur zum Ablenken?
Mal kurz gucken. Nee, das ist zum Einsammeln. Also die beiden, ich glaube, die stören gerade überhaupt nicht mehr. Ich glaube, die kann ich wirklich in Ruhe lassen, ne? Weil wir wollen ja in die Richtung. Dann brauche ich die auch nicht wirklich angreifen. Da läuft noch einer durch die Gegend da hinten. Ich gehe mal hier links rum. Ich glaube, da ist auch noch einer. Ja. Zwei. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Oh, da, oh Gott, so drei. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zum Frischfleisch verarbeitet. Ich warte, bis der wieder weg ist, genau. Dann gehe ich jetzt dahin. Und dann gucke ich mal, ob der einen Helm hat, der sich dahin bückt. Hat er wahrscheinlich. Gehen wir kurz hier hin. Der wird mich nicht sehen, ne? Nee. Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Aber die sind ja auch nicht wirklich. Aber jede Menge Männer nach ihnen. Und der Großinquisitor setzt Senior Nicolas ganz schön zu. Nicolas hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt ihn nicht umsonst den roten Mönch. Jetzt kommt er näher? Nee. Das könnte jetzt gefährlich sein, aber ich probiere es jetzt trotzdem. Also. Was tust du denn da? Na, wen haben wir denn da? Der andere, der da hinten steht, der sich das anguckt, der merkt überhaupt nichts. Sehr schön. Da bauen wir noch mal ein, zwei von. Wir können auch mal so ein Somnum noch mal bauen. Okay. So. Den sollten wir vielleicht auch gleich noch mal eben ausschalten, weil wir wollen jetzt da zu diesem Tor. Und die anderen beiden interessiert es gerade überhaupt nicht anscheinend. So, dann werden wir den jetzt auch noch mal eben ausschalten. Okay. So, komm her. Bleibst du da stehen? Du bleibst da stehen, okay. Okay, dann gehen wir noch einen Schritt. Gehen wir da hin. So. Dann warten wir jetzt, bis du zurückgehst. Und dann schalten wir dich aus. Okay, mein Freund. So. Die anderen da hinten interessiert es gerade überhaupt nicht. Natürlich könnten wir gucken, ob die noch was haben, ne? Also ich gehe mal vorsichtig hier hin, ob da noch irgendwas ist. Lohnt es sich hier was zu durchsuchen? Der steht an einem Feuer. Da liegen noch Sachen, ja. Ja, vielleicht haben die hier sogar was Tolles. Ich weiß es nicht. Ja, es ist riskant, aber ich versuch's. Okay. Ich glaube, ich habe hier alle erledigt jetzt. Glaube ich. Wenn nicht, den Rest kriegen wir auch noch tot. Du Knirps musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater nicht veranstalten. Ich kann nichts dafür. Bescheiden ist er auch. Ja, kann tatsächlich nichts dafür.
Was haben wir denn hier? Eine Karte von Frankreich. Was ja, geil. Dreckskerle nur vor? Das hat sich ja tatsächlich gelohnt. Oh, zwei Sachen wieder übersehen. Ach du Scheiße. Karten sind in adligen und gelehrten Kreisen weit verbreitet. Sie sind selten, teuer und leider auch ziemlich ungenau. Da werden an Wegkreuzungen vermehrt praktische und kostengünstige Wegweiser aufgestellt. Dörfer, die teilweise einen mehrtägigen Fußmarsch voneinander entfernt liegen, werden von Hunger, Krieg und Krankheiten heimgesucht. Über dieselben Straßen verbreitet sich auch die Pest und folgt der fliehenden Bevölkerung wie ein unheilvoller Schatten, die sich in ihrer Verzweiflung an einen einzigen Gedanken klammert. Flieh, solange du kannst. Laufe weit und kehre später zurück. Okay. Ja, aber immerhin haben wir ein Fundstück gefunden. Das ist doch schon mal schön. Ja, und der ganze Rest... Nee, das ist nur ein Wagen. Ich dachte, da stehen noch zwei. Aber auf dem Wagen hinten ist was drauf. Moment. Das nehmen wir nochmal eben mit. Salpeter, ist was drauf hier? Einige Dinge, ne? Na, sehr gut. Ja gut, dann würde ich sagen, es hieß ja, dieses Tor da ist unser Ziel. Dann gehen wir da mal hin. Hier liegt auch noch was. Viele Sachen, die hier rumliegen. Sind was da? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Das ist gut. Ja gut, dann... Dann nichts wie raus hier. Muss Melly das machen? Ne, kann ich. Weiter. Okay. Ja, wir haben jetzt einiges verpasst, aber es ist so. Von euch, eure Hoheit. Ja. Ich höre den Sarkasmus überhaupt nicht in ihrer Stimme. So. Was haben wir denn da? Stoff. Na los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig, da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden... Ich glaube, wir haben Lukas jetzt befreit. Lukas, lauf doch nicht so weit weg! Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Ja, dann bleib doch mal hier. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellys Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Jetzt sind wir schon vier. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall wieder weit hier in den Wald hineinlaufen. Und ich möchte mich hier schon ein bisschen umgucken. Vielleicht ist hier noch was Tolles. Vielleicht auch nicht. Also hier bieten sich ja auch immer Blumen an. Aber es kann natürlich auch mal wie ein Fundstück hier rumliegen, ne? Jetzt habe ich über die andere Seite überhaupt nicht angeguckt. Geh auch mal hin. Ja, ich weiß, wir können nicht mehr alles finden, aber ich meine, wenn hier was ist, dann muss ich es ja nicht zwingend liegen lassen. Ne? Das ist ja auch schön, wenn wir das dann noch finden. Ah, was ist das? Alte Baumwurzel, okay, gut. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, was wir brauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifa weiterentwickelt. Ah. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Okay, Luminosa. Ich muss mir das... Das kann man gar nicht alles merken. Wirf es auf die Ratten. Aha. Bin gespannt. Achso, wir werfen, nicht schleudern. Ja. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Was?
Geil. Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Alter, wir haben schon so viel Werkzeuge. Aber wir brauchen mehr Materialien. Ich sollte wahrscheinlich nicht so viel Munition herstellen, die ich nicht unbedingt brauche. Und immer nur das, was ich gerade so, ja, benötige. Meinetwegen, ich brauche jetzt gerade in diesem Moment einmal einen Igniter, dann auch nur einen Igniter herstellen oder so. Vielleicht besser, sonst habe ich halt die ganzen Materialien nicht für unsere Aufrüstung. Das Akaduk, wir sind fast da. Na endlich, jetzt werden wir mehr erfahren. Ah. Hier ist nichts versteckt. Sah so schön aus gerade hier, diese Schlaufe. Ja gut. Was wollen wir eigentlich genau bei dem Aquädukt? Ich weiß das gar nicht mehr. Schon wieder vergessen. Ich helfe dir hoch. Na gut. Wir wollen doch zum Château d'Ombrage. Ne, da sollten wir uns doch irgendwie Zuflucht verschaffen. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Aquädukt. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Heißt das, er... Nee, das kann sie ja nicht wissen, ob er tot ist. Naja, glaube ich jetzt nicht, oder? Da oben sind Sachen. Und Stein. Und Stein. Ich sehe schon. Steine sind zum Glück kostengünstig. Die brauche ich nur finden. Die brauche ich nicht herstellen. Da kann ich immer wieder welche nehmen. So. Darf ich auch hoch? Komm hoch mit dir. Ja. Sehr, sehr schön. Also, ich hoffe, das Spiel gefällt euch bis hierhin. Ich find's total geil. Was? Macht jede Menge Spaß. Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst? Ja. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Okay, hier müssen wir lang. Ja, hier würde ich auch gerne durchgehen. Boah, ekelhaft. Oh! Das ist ja eine richtige Höhle. Geil. Das ist ja mal cool. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das sieht richtig cool aus. Ich habe auch schon die eine oder andere Höhle besichtigt. Aber... sehr gut nachempfunden. Ich habe von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Also muss man schon sagen, es ist auch echt abwechslungsreich gemacht, das Spiel. Man sieht hier echt verschiedenste Landschaften, mit denen man auch nicht unbedingt gerechnet hätte jetzt hier, ne? Sehr, sehr geil. Ach, jetzt dürfen wir gleich wieder an Hebel drehen und Räder drehen und so weiter. Darf ich in dem Wasser eigentlich lang latschen? Nee, ne? Oder darf ich da rein? Bisher habe ich jetzt die Möglichkeit noch nicht gehabt. Kleiner Moment, ich gucke erstmal hier hin. Da ist nämlich was. Sehr gut. Ich glaube, ich kann hier nicht einfach so reinlatschen, ne? Nee. Ist wohl auch nicht gewollt. Und diese dezente Klampfenmusik, sage ich jetzt mal, ich finde das wieder richtig schön. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Ja, wer geht jetzt rüber? Okay, du kommst automatisch mit, dann Lukas, bist du wohl derjenige. Dein Einsatz, Melly. Oder so. Lukas! Schlaf nicht, sondern ach so. Mit. Ja, ja. Das Wasser ist grün.
Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Den muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Ja, Hugo, steig ein. Soll ich einsteigen? Hoffentlich können sie schwimmen. Okay, es ist die Frage, nur wir beide? Los okay. Geht's. Wow. Ich muss so ein bisschen... Ich sehe keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Ja, mich erinnert das ein bisschen an Harry Potter tatsächlich. An Dumbledore und Harry, die mit dem kleinen Kahn. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. In dieser Grotte über den Seeschippern da. Das, und dann die ganzen, na, die ganzen Leichen von unten greifen, die... Wie heißen die? No, nicht Nosferatu. Wie hießen die denn noch, oder? Ich hab vergessen, wie sie heißen. Ja, wir holen sie gleich rüber, keine Sorge. Aber ich will aber erstmal hier Sachen einsammeln, das ist wichtiger. Da noch was? Ne, Steine. Da muss Melly wahrscheinlich knacken, ne? Ne, da könnten wir theoretisch weitergehen. Aber natürlich will ich die erst rüberholen. So. Wir müssen ja viel drehen jetzt hier, oder? Vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ich glaube nicht, dass hier ein Wal drin ist. Können wir loslassen, oder? Ja, okay, dann. Und jetzt. Wäre geil, wenn ich jetzt so mit 200 km/h da lang düsen. Aber es ist eine geile Technik. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich. Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir weiter. Erwachsene Dinge, das glaube ich nicht. Ihr seid ja alle noch gar nicht erwachsen. Hier sind noch Sachen, die ich nicht gesehen habe. Unglaublich. Ja gut, dann rein hier. Ich hätte also... Verschlossen. Ach nicht doch, Melly. Lasst mich mal vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja auch alleine weitergehen können, aber nein, sie muss das doch knacken. Offen. Und gleich werde ich eine Dateisicherung machen und den Part beenden, aber erstmal schauen wir uns den Raum natürlich. Noch an. Die haben mir gerade noch gefehlt. Ui. Inquisition, ne? Und Rappen. 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 Das. Genau. Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Ich stelle mir es gerade vor, alles voll Rappen. Das hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, okay. Irgendwelche Ritter? Ich glaube, also irgendwie müssen wir uns jetzt da durchkämpfen. Ja, nee, mein Versprecher eben war ziemlich geil, fand ich. Also, alles voll Rappen. Ich stell dir vorstellen, so, dass der große Gegner in diesem Spiel alles schwarze Pferde sind, die durch die Gegend laufen und Leute fressen. Ja, also hier würde ich wahrscheinlich Melly befehligen. Und ich gehe dann hier unten lang. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich finde es gerade richtig spannend hier. Und mal gucken, was wir alles so finden können. In diesem Sinne, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Euer Alex sagt ciao.
bis zum nächsten Mal.